Tag Nummer 4. Tag Nummer 4 beginnt und es sind noch ungefähr 600 Meter bis zum Ziel. Wir haben jetzt 6 Kilometer. Und wir haben jetzt 6.20 Uhr. Wir werden jetzt ein kleines Stück fahren und dann allerdings erstmal eine Pause machen, um zu frühstücken. Wir haben heute Nacht auf einer Schrottplatz. Baustelle. Auf einer recht abgelegenen Baustelle gecampt. War ein Stück weit herausfordernd, den Schneeweg bis dahin hinzukommen. Ungefähr so 1000 Meter abseits der Hauptstraße. Hauptstraße, auf der ungefähr 3 Autos pro Stunde kommen. Aber hat das Auto wunderbar geschafft. So, wir überqueren die Grenze von Schweden nach Finnland. Zähne putzen im Schnee. Der Winter versucht, das Auto einzuschneien. Jedoch haben wir bis jetzt den Schneebesen überhaupt nicht genutzt. Aufgrund der Wärme im Fahrzeug taut das meiste sofort wieder weg und bleibt nicht liegen. Finnland. Alles weiß. Alles. Überraschenderweise ist minus 5 Grad nur. Seitdem wir die finnische Grenze überschritten haben, ist die Temperatur um ca. 13 Grad gestiegen. Und dort, wo wir heute die Nacht verbracht haben, nicht mal 50 Kilometer weiter, war es fast minus 18. Das ist schon krass, wie die Temperatur sich hier ändert. So. Sogar mit einem Hund hinten. Magst du dich hinsetzen? Wir sind gerade in Lappland angekommen und schon sehen wir ein Rentier im Wald. Ich bin total begeistert davon. Und Jens dachte, sie seien etwas größer. Die Straßenverhältnisse haben sich deutlich verschlechtert in den letzten Kilometern. Schnee ist nicht so das große Problem, allerdings das Eis unter dem Schnee teilweise. Auch entgegenkommende, insbesondere große Fahrzeuge, erzeugen einen Schneewirbel, der einen völlig blind macht für mehrere Sekunden, wenn man vorbeifährt. Größere Bremswege müssen einberechnet werden und insbesondere wenn es dunkel wird, ist besondere Vorsicht geboten. Obwohl wir heute viel langsamer als vorher vorankommen, mussten wir hier anhalten, weil dieser Hof und dieser Laden so geheimnisvoll aussehen. Mal schauen, ob wir einen Kaffee oder einen Tee finden. Wir wollten eigentlich nur Kaffee oder Tee. Jedoch gab es den Kaffee und den Tee kostenlos, wenn man ein Stück Kuchen kauft für 50 Cent das Stück. Wir finden, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, vielleicht sogar noch ein zweites. Später. Und endlich habe ich einen warmen Tee. Ich habe davon geträumt. Was ihr sagen wollt, ist, sie hat gut geschlafen im Auto. Guten Appetit. Ich bin wieder kurz verschwunden, um den mysteriösen Laden zu erkunden.
Es gibt hier wirklich alles. Von ausgestopften Tieren und traditionellen handgemachten Produkten bis zu ganz kitschigen Spielzeugen und Kleidung. Auch die Toilette ist so gemütlich eingerichtet, als ob man bei einem Freund zu Besuch wäre. Wir haben uns hier noch die traditionellen finnischen Lutscher besorgt. Schmeckt das? Zucker pur. Zucker pur. Und die Landschaft sieht immer mehr aus wie aus einem Märchen über die Schneekönigin. Wir sind aufgeregt, weil wir schon heute unser Ziel erreichen sollen. Das heißt die Schranke, die die letzten ca. 15 Kilometer des Weges zum Nordkap absperrt. Wir haben nur noch 400 Kilometer bis zum Ziel, tanken aber nochmal hier, weil wir nicht wissen, wie der Weg von uns aussehen wird. Kurz danach überschreiten wir die norwegische Grenze, was, wie man sieht, ziemlich einfach zu übersehen ist. Ich muss unbedingt so einen Eiswasserfall anfassen. Sie sehen einfach genial aus. Oh oh. Ich bin gerade fast bis zu den Oberschenkeln im Schnee gelandet. Bei meiner Größe ist es vielleicht nicht so beeindruckend, aber es ist trotzdem sehr tief. Nachdem Joanna so begeistert war von den Eiswasserfällen, musste ich sie mir natürlich auch aus der Nähe anschauen. So gesund geht es hier bei uns zu. Gemüse und Obst. Und was hast du in der Hand? Sowohl in fester als auch in flüssiger Form. Und Das ist auch sehr gesund, viel Magnesium. Ja, genau. So, um die Motivation zu heben. 211 Kilometer vom Ziel. 2 Grad und Regen. 2 Grad und Regen. Aber Schokolade. Aber Schokolade. Wir haben schon erwähnt, dass wir heute viel langsamer vorankommen. Nun haben wir noch ca. 300 Kilometer bis zum Ziel und der Weg wird immer schlimmer. Es ist sehr windig und Jens muss sich wirklich auf der Fahrt sehr stark konzentrieren. Je weiter wir fahren, desto weniger wir vor uns sehen können. Wir fahren mit Absicht hinter einem anderen Auto, weil wir so einen Punkt haben, dem wir folgen können.
Was zusätzlich schlimm ist, diese Schneewirbel und sich schnell bewegende Schneeflocken haben eine hypnotische Wirkung. Der Wind böht sehr stark von links nach rechts und trägt sehr viel Schnee über die Straße, sodass man ihre Grenzen nicht mehr erkennen kann. Es wird immer gefährlicher und irgendwann sieht die ganze Straße vor uns aus wie ein schneller Fluss, der von links nach rechts fließt. Wir haben es geschafft, nach Skadi anzukommen. Hier ist das Wetter schon halbwegs ruhig, es schneit immer noch. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, was wir erlebt haben. Wir tanken für den Notfall. Es gab sehr lange keine Tankstelle. Es hat sich gezeigt, dass es nur in der Stadt so ruhig war. Wir haben sie verlassen und jetzt geht der Schneesturm weiter. Circa 100 Kilometer vom Ziel fahren wir in einen Tunnel. Was toll an diesem Tunnel ist, dass man die natürliche Felsenwände gelassen hat. Auf dieser Strecke gibt es mehrere solche Tunnels, die durch die Berge führen. Sie bieten eine kurze Erholung für Jens Augen. Er ist nämlich schon müde, weil er seit 200 Kilometern versucht, die Straße in dem tanzenden Schnee zu finden. Und für diese 200 Kilometer haben wir mehrere Stunden gebraucht. Das hier, das ist der interessanteste Tunnel, der fast 7 Kilometer lange Nordkap-Tunnel, der über 200 Meter tief unter dem Meer verläuft. Wir waren so nah dran, aber ein paar Kilometer vom Ziel mussten wir eine Pause machen. Man konnte nicht mehr fahren, die Wetterbedingungen waren zu schlimm. Also, wir sind jetzt circa 6-7 Kilometer vor dem Nordkap. Haben wir nicht weiter geschafft. Aktuell trauen wir uns nicht, aus dem Auto zu gehen, aber hier sind wir ganz sicher. Genau. Also wir haben die letzten Kilometer, da konnte man keine 5 Meter weit sehen. Die Straßen sind links und rechts mit so Schneestäben, wie auch immer die heißen, markiert, sodass man sieht, wo ist der linke und rechte Rand. Wie so ein Skiabfahrtläufer hangelt man sich sozusagen zwischen den Stäben entlang, ohne wirklich etwas zu sehen. Das ist, ja, war nicht mehr zu verantworten, weiterzufahren, sodass wir hier auf den erstbesten kleinen Parkplatz gefahren sind, wo wir jetzt stehen. Der Wind ist so stark, dass das Auto wackelt ein bisschen. Ja. Auf dem Weg hierher, ungefähr 200-300 Meter von unserer Position, ist auch ein Fahrzeug in den Abhang hinuntergerutscht. Wir konnten allerdings nicht großartig helfen, haben aber schon die Information bekommen, dass es denen gut geht und der Abschlepper hat sie rausgezogen und sie sind jetzt in ihrer Unterkunft. Ja, das wollten wir natürlich vermeiden, dass es uns selbst passiert, deshalb stehen wir jetzt einfach hier, werden hier übernachten und morgen früh zum Nordkap weiterfahren. Ja, laut Google soll bis morgen früh der Schneesturm zu Ende sein. Genau. Laut Internet Windböen bis 60 km/h, fühlt sich schneller an. Das Auto wackelt hin und wieder arg, liegt wahrscheinlich auch an der Dachbox. Wir haben uns jetzt so positioniert, dass der Wind nur von hinten an dem Auto angreifen kann und nicht an der Breitseite. Und hoffen, dass es trotzdem eine ruhige und erholsame Nacht wird. Ja, ich weiß nicht, ob man das hört, aber ihr könnt euch vorstellen, wie laut es ist da draußen. Okay, dann gute Nacht und bis morgen. Nach circa 2 Stunden ebbte der Wind etwas ab und wir haben uns kurzfristig entschieden, doch auf den nächsten sicheren Parkplatz zu fahren, um nicht ganz so exponiert zu sein.
Der Wind hat massiv die Öltemperatur und Kühlwassertemperatur heruntergekühlt und lediglich mit Zuheizen der Standheizung war es möglich, das Fahrzeug warm zu halten. Wenn ihr wissen wollt, was wir direkt am Nordkap erlebt haben, dann gebt uns ein Like und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal sagen Jens und Johanna.